Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 Doppelhaus Challenge. Irgendwie musste ich gerade ganz kurz darüber nachdenken, was ich überhaupt sagen wollte, aber hey, fängt gut an, wir können das hier. Ja, das Problem ist, ich habe ja mit Sarah jetzt auch eine Einfamilienhaus-Challenge angefangen. Ja, und so kommt es dann, dass man hier Sachen doppelt benennt. Ey, das dauert noch ewig, bis sie die Videospielfähigkeit hochgekriegt hat. Ich würde sagen, wir ernten erstmal alles, damit wir hier die Miete bezahlen können. Immerhin sind die Dienste jetzt ja kostenlos, ne? Das ist ja schon mal praktisch. Bei dem Gartenservice und dem Haushaltsmenschen-Dings. So, das nimmst du bitte auch alles mit hier hinten. Kommt die Katze hier schon wieder an. Wir haben unseren fetten Pool hier. Ich bin gespannt, was Livos in seinem Let's Play dazu sagt. Ob der sagt, Alter, die hat es echt übertrieben oder so. Wenn der das dann hier sieht. So, dann darfst du weiterentwickeln. Weil die Drachenfrüchte sollen ja irgendwann mal teuer verkaufbar sein. Oh Gott. Aya ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Okay, gute Noten. Aya ist jetzt eine 1er-Oberschülerin. Danik hat auch ein Schulprojekt. Was ist von der Schule gehört? Zurück, er gehört zu den besten Landgrab-Grundschule-Schülern. Jetzt eine 1? Ja, hat er. Perfekt. Cool. Dann macht ihr doch mal Hausaufgaben mit Links erledigen, ja. Hausaufgaben machen. So. Ja, ihr macht erstmal die Hausaufgaben. Und wir kümmern uns darum, dass der Garten weiterentwickelt wird. So, die haben wir jetzt, ne? Boah, ich hasse das. Kannst du bitte mal aufhören, rumzubaggen? So, jetzt muss ich gleich zur Arbeit gehen und ich habe hier einfach gar nichts weiterentwickelt. So, ich stelle jetzt das hier mal ab. Dann züchte ich nochmal einen Frosch. Oh, für 5000 können wir das verkaufen. Ey, das ist mega geil. Darum möchte ich diese Blumen hier im Garten haben, weil die einfach mega gut sind. Okay, dann weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Dann darfst du das hier auch mal weiterentwickeln. So, und gleich kommt die Nachricht, dass ich in einer Stunde zur Arbeit muss. So, er ist fertig mit Hausaufgaben. Du darfst jetzt aber noch Zusatzaufgaben machen. Und das darfst du nämlich auch gleich machen. Ach schön, die unterhalten sich beim Hausaufgaben machen. Das ist ja auch nett. So, wir machen uns hier voll die Mühe und werten alles auf hier. So. Können das hier schon mal löschen. So, Level 7 der Gartenfähigkeit. Ist ja auch mal schön. So, dann weiterentwickeln, weiterentwickeln. Mal alles weiterentwickeln hier. So, und dann muss sie auch zur Arbeit. Aber sie kann ja entspannt arbeiten gehen. Das ist ja nicht das Problem. So, sie muss hier mal auf Toilette. Sie braucht Spaß, kann ich verstehen. So, Aya ist fertig. Dann darfst du mal den Romanze-Kanal sehen, weil du so ein Romantikmädchen bist. So machen wir das jetzt einfach. So, was machen wir mit dir, Danik? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich glaube, du isst erstmal was. Und zwar hier so ein Gericht davon. Und du kannst dir, glaube ich, auch mal eins holen. Aber ich stelle das mal vor dich hin und dann nimmst du dir davon ein Gericht. So, tja, Katze, dumm gelaufen, ne? So, dann schicken wir dich vielleicht mal joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen, oder?
machen wir mit Danek. Der braucht ja auch emotionale Kontrolle. Das hat jetzt nicht so funktioniert bisher. Oh. Jetzt kriegen die Spaß und Essen. Darauf kommt's an. Geh mal bitte fleißig arbeiten. Was? Neue Benutzer besiegen. Sehr geil. Okay, dann geh mal joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Das passt sich nämlich perfekt. Tagträumen. Ist auch nicht schlecht. Aber du darfst danach mal aufräumen, weil das fördert hier deine Manieren. So. Genau. Dann darfst du den Tisch decken mit einer ungezwungenen roten Location. Das fördert auch deine Manieren. Jetzt bin ich schon mal überlegen, was du machen kannst. Energiegeladen Rundenschwimmen. Machst du jetzt mal. Damit du... ja. Halt, stopp, halt, stopp. Du gehst am besten nochmal joggen. Um einen klaren Kopf zu bekommen. Dann darfst du die Toilette verwenden. Ein Muskelentspannungsbad mal wieder nehmen und schlafen gehen. So, und du... Du musst dringend was... Hat der Müll in der Hand? Nee, ne? Ach, das ist sein Kopf hier. Ich dachte gerade, der hat so einen Müllbeutel in der Hand und ja. Emotionale Kontrolle. Okay. Ja, ist nicht verkehrt, ein bisschen Sport zu machen. Gerade nicht, wenn man ein so übergewichtiges Kind ist. So, dann verschenken wir wieder ein bisschen Geld, weil wir hier die Musikanlage anlassen. Dann darfst du mal nachdenklich duschen gehen. So, Entspannung im Wasser. Schwimmen ist sehr entspannt und gut gegen Stress. Ist das für emotionale Kontrolle gut? Nein. Natürlich nicht. Ja, dann halt nicht, ne? Ach, du musst ja noch tippen üben, ich erinnere mich. Ja, du gehst jetzt aber mal schlafen. Wobei, jetzt können wir ja den Urlaub von der Schule nehmen. Oh, ich sehe es kommen, dass der gleich Geburtstag feiert. Und du nimmst jetzt auch mal Urlaub von der Schule. Ich meine, wir dürfen das ja. So, Aya wird in 7 Tagen älter. Ey, da muss ich ja gleich so einen Typen erstellen, ne? Verdammt. 3 Urlaubstage noch übrig. Perfekt, ey. So, Aya hat einen Tag Urlaub. Und dann darfst du jetzt mal schlafen gehen. Hm. Urlaub nehmen von der Schule, ey. Das möchte ich auch mal so machen. Geht er noch fleißig duschen hier. Richtig ausgiebig. So, Danek hat einen Tag Urlaub. Sehr schön. So, ich bin zu Hause. Ich habe Geld mit nach Hause gebracht. Das ist gut. So, ich werde jetzt mal die Rechnung bezahlen. Und dann mal gucken, ob ich noch Post bekommen kann. So. Erstmal ein Outfit wieder anziehen. Ja, was mache ich jetzt? Vielleicht was essen. Öffnen. Iss mal so ein Obstsalatviech. Züchte mal Frösche. So. Dann darfst du dazu den Comedy-Kanal schauen. Mir fällt jetzt auch nichts mehr anderes ein, was man großartig machen kann. So, du hast aber morgen eh frei, ne? Das ist perfekt hier, also... Wir haben hier fast keine Arbeitszeit gefühlt, aber wir müssen halt echt noch unsere Computerspielfähigkeit hochkriegen. Diese Katze, ne? Auf Couch verwöhnen. Ja, warum nicht? Es hilft ja bestimmt gegen Stress, wenn man eine Katze hat.
sich die auf die Couch holt und die einmal ordentlich durchflauscht, ne? Dann wäre ich auch nicht mehr gestresst, glaube ich. Also, könnte ich mir vorstellen. Ja, wo bleibt sie? Unsere liebe Elu, da ist sie ja. Unsere ägyptische Dingskatze. Dann bürsten wir die Katze mal. Geben ihr ein Leckerchen. Jetzt will die Katze natürlich auch. Ist kein Problem. Wir können dich auch gleich noch dran nehmen. So. Loben. Mit Laserpointer spielen. Und dann kriegst du auch ein Leckerli. Leckerchen geben. So. Dann darfst du die Toilette benutzen. Nimmst mal ein Schaumbad und darfst schlafen gehen. So, deine Kinder sind ja voll selbstständig und so. Ja, draußen auf meinem Grundstück ist jemand. Deswegen muss das hier erleuchtet sein. Anouk ist eine muntere Katze. Das ist schön. Oh, sie ist hier bald wach. Wir schicken sie wieder joggen. Manieren läuft ja so langsam. So, aber du feierst, glaube ich, Geburtstag heute, oder? Oder hast du noch einen Tag? Nein, er hat leider keinen Tag, verdammt. Dann Toilette benutzen. Eine erfrischende Dusche nehmen. Dann gönnst du dir hier mal was. Und zwar ein Omelett. Also ein Omelett muss man sich einfach mal gönnen und guckst dir den Kochkanal an. Ja, dann machst du Zusatzaufgaben. Und dann gehst du joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Weil das gut ist. So, das ist natürlich kaputt jetzt. Wer hätte es gedacht? Ich werde es jetzt nicht ersetzen. Also hier ist, das kann dann irgendjemand mal reparieren, so bei Zeiten. Ach ja. Oder er schläft dann erstmal aus. Ja, wenn man natürlich Urlaub sich in der Schule nimmt, dann kann man schon mal ausschlafen. Ne? Dann darfst du nachdenklich. Nachdenklich. Nee, geh mal energiegeladen duschen, also eine erfrischende Dusche nehmen. Wie sieht's mit Essen aus? Ja, kannst du ja mal kurz machen. So. Dann darfst du dir auch ein Omelett nehmen. Darfst, ja, keine Ahnung, dem aktuellen Kanal auch zuschauen. Dann darfst du auf jeden Fall aufräumen. So. Ja, die kriegt langsam hier richtig eine durchtrainierte Figur, ne? Das läuft bei ihr ja richtig. Oder kommt er mit seinem Bauch hier, ey? Jetzt funktioniert die Maus wieder nicht ganz so richtig. Aber die pennt noch, das ist gut. Jetzt macht sie Hausaufgaben. So, wie sieht's bei dir aus? Du bist noch am Essen. So, wir sind jetzt nicht ganz so Bro mit den Katzen, aber ist kein Problem. Ach, ist die süß. Die Gikon. Oh, perfekt. Perfekt. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Da gehen wir jetzt hin. Und zwar alle Mann. So, mit Aya. Mit Danik und ich. Weil wir da gewinnen wollen. Vielleicht können wir ja so einen Spieletest machen oder sowas. Auf jeden Fall, Danik kann hier Tippen üben. Das bietet sich perfekt an dafür. Wir können die Herausforderung machen. Aya kann immer noch joggen gehen hier. Sie muss ja nicht zu Hause joggen, sie kann ja hier joggen. Hauptsache, wir sind hier. So, natürlich ist jetzt hier alles voll mit Leuten. So. Weißt du was? Du gehst doch nicht dahin, du gehst erstmal hier joggen.
Wo kann man hier eigentlich irgendwas kaufen, was Sinnvolles mal wieder? Wir können ja erstmal die Gruppe erweitern, ne? Also, warum nicht? Da haben wir noch 400. So, Gruppenklima konzentriert. Ja, nee. So, lassen wir erstmal. So, ihr könnt euch ja mal unterhalten. Über Aussprache von Gift streiten. Liebevoll umarmen. So, wann beginnen denn die Herausforderungen? So. Nein, du kommst nicht mit, du Typ. So, Spiel, Tastenkommandant spielen. Zählt das auch? Ich weiß es nicht. Tippen üben. Du übst jetzt mal tippen. So, du setzt dich hier hin. Nein, ich will nicht deiner Gruppe Party People beitreten, also echt. So, du gehst nochmal nicht joggen. Okay, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Geh doch hier hin sitzen. So. Dann darfst du hier schon mal die Zuflucht spielen. Und hier darfst du. Nein. Du darfst auch spielen, und zwar Sims Forever. Oh Gott. Mit Avani plaudern. Wer ist das überhaupt? Die ist da hinten. Nein, hör mal auf, mit der zu reden. Das willst du gar nicht. Witz über Pi machen. Ja, dass ihr schon versteht, über 1000 Bären in Ameisengröße gegen eine Ameise in Bärengröße diskutieren. Was zur Hölle? Alles klar. Um 12 beginnen, glaube ich, die Herausforderung, oder? Von Vampiren schwärmen. Mein Vater ist zwar ein Vampir, aber egal. Egal. Über Interessen reden. Jetzt haben die begonnen. Kann er mitmachen? Ich glaube nicht, ne? Aber die können das, glaube ich, machen. An Programmiermarathon teilnehmen. An Programmiermarathon teilnehmen. Und darauf konzentriert ihr euch jetzt. Kannst du denn hier hinten die Spieltests machen? Ja, kannst du. Okay, dann machst du das jetzt. Jetzt sag nicht, dass du da nicht aufstehen kannst. Doch, kannst du. Dann ist ja gut. So, Aya hat jetzt Programmierfähigkeit erlernt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn das die Sportlichkeit und die Figur von meinem Kind fördert, dann kaufe ich mir so eine Spielmatte für 12.000 natürlich. So. Level 7 der Motorikfähigkeit. Das ist natürlich gut. So, wie sieht es da bei euch aus? Er ist gescheitert. Wer hätte es gedacht? Okay, jetzt mal gucken. Geht der Typ dann da weg? Ja, geht da, perfekt. So, ich habe eine Punktzahl von 84% abgeschlossen. So, ultimativer Spieletest. Dann machst du den halt hier, ist mir auch egal. Hast du das jetzt gemacht? Fühlt sich zu unwohl. Warum findest du das denn dreckig hier? Dann geh halt da hinten den Spieletest. Oder auch nicht. Ich hasse das, ne? Dann wirf das halt weg. Geht doch. Dann nimmst du jetzt noch mal einen Programmiermarathon teil. Wir haben bestanden. Oh, Moment. Gesamtpunkte 70. Oh. Gewinn von Chioli. 100 Simoleons. Und ein Zukunftswürfel. Es gibt noch eine Menge Würfel zu gewinnen. Also schau bald wieder vorbei und versuche es erneut. Ja, warum nicht? So. Ich würde aber sagen, du darfst hier jetzt mal den Fluch des Flaschengeistes spielen. Wenn wir schon mal die Chance haben mit dem fetten Fernseher hier, ne? Unser Sohn macht noch Tippen üben. Und sie macht da auch noch. Das ist gut.
du. Ich kann mich jetzt über Anfänger lustig machen. Das sind so Sachen, die mache ich alltäglich. Oh, was soll das denn? Nur weil irgendjemand den Müll hier ausräumt, wird das unterbrochen oder was? Oh, das kotzt mich an. Wo hat der Penner den Müll ausgeräumt? Wenn das jetzt nicht mehr in der Umgebung ist, ne? Also das finde ich wirklich kacke gemacht, ehrlich. Also dann geht das mal wegwerfen. Der erste Preis geht an Chihiro. Wir können uns den immersiven Bandcomputer hinstellen. So, dann fahren wir jetzt alle nach Hause. Hast du jetzt das hier eigentlich mal erfüllt? Ja, hast du. Dreimal das Klettergerüst benutzen. Mal gut, dass Livos eins im Garten stehen hat. Das dürfen wir ja mitbenutzen, die Gartengerätschaften von dem anderen. So, Danik ist mal wieder der, der am längsten braucht, nach Hause zu gehen. Mein dickes Kind. Oh. Aber wir sehen ja bei Aya, das ist kein Problem, wenn das Kind mal ein bisschen dicker ist. Das kriegen wir wieder hin. Sie ist jetzt ja auch dünn und wohlgeformt. Dann darfst du die Katze streicheln, ein Leckerchen geben, reden. So, was mache ich in der Zeit? So, ich gehe jetzt erstmal ins Baumenü. Ich möchte nämlich diesen Computer aufstellen. Oh, wir haben ein Problem. Den können wir gar nicht aufstellen. Also wir hatten den ja, glaube ich, schon mal gewonnen, ne? So wie ich mich erinnere. Oh, tut mir leid. Wobei, wir können das mal runternehmen. Oder hier zu Danik ins Zimmer packen. Hallo, Spiel. Ja. Und hier packen wir den leistungsstarken Tralala-PC hin. Wobei es, glaube ich, sinnvoll wäre, den hier ins Zimmer zu packen. Ja, wobei... Nee. Ich packe das Schachspiel mal nach hier oben. So. Ich habe jetzt gerade Bock, das hier blau zu machen. Jetzt wird das hier mal blau. Och, wenn wir schon mal dabei sind, hier ein bisschen umzudesignen, ne? Warum nicht? Muss auch mal wieder was Neues ran, dann passt das. Oh. Oh, das ist geil. Aber das können wir ja leider nicht benutzen. Wir können einfach blauen Boden verlegen. Find ich cool, machen wir mal so. Oh, warte mal. Nein, das passt nicht. Ich würde aber doch noch ein bisschen dunkelblau hier mit reinpacken. Und zwar vielleicht diese Ecken hier hervorheben. Kann man die Bilder natürlich noch umdesignen. Und dann noch welche hinhängen. So, die sind natürlich nicht teuer oder so. Nein. Ich guck grad mal. Weil manche ergeben auch so ein Muster, manche Bilder. Müssen wir mal schauen. Ich
glaube nämlich. Nee. Ich werde hier nicht schlau draus. Egal, wir hängen das jetzt hier so hin und fertig. Ich würde hier gerne noch so einen Teppich verlegen. So, jetzt muss ich aber mal die Objekte filtern. Nach Basisspiel an die Arbeit und Hunde und Katzen. Muss ich mal Licht reinmachen, ey. Die Megamatte. Das überzeugt mich jetzt nicht wirklich alles. Zeigstreifen. Nein, das sieht einfach nicht aus. Wir lassen das, wir lassen das. Wir haben jetzt mal ein blaues Raum, einen blauen Raum gemacht. So, ach, ich wollte ja irgendwann den Fernseher auch nochmal austauschen, ich erinnere mich. So, wir verkaufen den Würfel. Wir züchten einmal Frösche und verkaufen die. So. Der Gärtner hat irgendwie nicht seinen Job gemacht, deswegen bewässern wir das mal. Oder hat er den doch den Job gemacht? Anscheinend. Wir ernten mal alles. So, was macht sie? Trainiert. Das ist gut. Das ist schön. Und zwar machst du mal einen Ausdauerlauf. So, er macht sich an die Katze ran. Oh, mir fällt was auf. Spiel, danke. Ach du Scheiße, ey, was wir alles neu gekriegt haben. So. Jetzt würde ich das doch weiß machen. Den lila, dann ist nämlich hier unten der Arbeitsbereich so. Du darfst den Tastenkommandant spielen. Oh, lass die Katze in Ruhe. Es gebe nicht mehr zum Ernten, okay. Ja, wie sieht's denn mit... Hier kannst du doch irgendwas weiterentwickeln. Da. Dann entwickel mal den zumindest weiter. Wir verkaufen das hier schon mal. Kannst du hier noch was weiterentwickeln? Ich glaube nicht, ne? Ich finde ja schön, dass sie konzentriert ist beim Garten pflegen. Oh. Du darfst jetzt einmal die Anlage reparieren. Und dann darfst du jetzt hier spielen. Dein Sohn kriegt gerade mal den teuren Computer da unten zum Tastenkommandant spielen. Wow. Was für ein aufregendes Spiel. Ah ja, hat Level 6 der Fitnessfähigkeit erreicht. Das ist schön. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Dann darfst du die Toilette verwenden und nachdenklich duschen. Und dann darfst du mal ein Abendessen kochen. Huch, was stand da? Würstchen und Bohnen. Uah, lecker. Grillkäse. Mach mal einen Grillkäse. Das kommt, das kann man immer irgendwie. Oh. Motorik Level 8. Danek feiert jetzt bald Geburtstag. Ich würde gern noch, dass er das hier erfüllt. 2 von 3. Ja, es ist ja kein Problem, wenn du da jetzt keinen Bock mehr drauf hast, joggen zu gehen. Du musst jetzt halt nur die Toilette verwenden, nachdenklich duschen. So.
Und dann darfst du immer noch den Grillkäse servieren. Oh, ich, also sie muss mal auf Toilette. Ja, warum nicht? Dann darfst du nachdenklich duschen. Die Katze spielt ja ganz entspannt. So, ich würde aber sagen, wir nehmen uns hier einfach so ein Omelett. Züchten noch mal schnell einen Frosch. Und dann war es das für diesen Part auch schon. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.